Spieler und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Talk Assassin's Creed Black Flag. So, ja, das ist ja wunderschön. Da springt ein Buckelwal direkt bei uns raus. Ja, ich habe ein wenig offline gespielt und gezockt und geguckt, was wir so alles brauchen. Und wir fahren jetzt erstmal zur nächsten Mission hin. Ja, hier werden wir gleich sehen. Ich habe gerade den Namen der Stadt vergessen. Das macht aber nichts. Ja. Wir werden hier durchrutschen. Und Kingston. Ja, genau. Siehst du. Ich sag dazu jetzt nichts, dass ich den Namen vergessen habe. Ich habe auch schon mal geguckt, was unser Schiff noch alles braucht. Wir brauchen noch eine Menge Metall. Eine kleine Handvoll an Holz. Ja. Und dann kann ich sozusagen das Schiff komplett ausbauen. Was wollen die hier? Kann ich herstellen, ja? Echt? Ernst? Na. Geil. Yeah. Nächster Pistolenhalter. Das heißt, die nächsten Sachen kann ich herstellen. Ich habe ein Glück dafür schon vorgesammelt. Ein Glück auch. Mal gucken, was gibt's noch? Schlafpfeile, damit ich mehr tragen kann. Sonst nichts mehr, glaube ich. Ja, das war's dann erstmal. Ja. Nur noch Gesundheit fehlt mir. Knochen eines weißen Hais. Keine Ahnung, wo die sind. Ja, Rauchbeutel habe ich eh bisher noch nie benutzt, so richtig. Was ist das? Schwertwand. Okay. Hier. Kapuzen. Affenpelz, okay. Ja, na gut. Dafür brauchen wir noch. Jetzt tragen wir also vier Waffen mit uns. Geil. Ja, ich habe geguckt, wir brauchen ungefähr 2400 an Metall für unser Schiff und 1500 Einheiten an Holz für unser Schiff. Damit ich das sozusagen so weit aus. Müsst ihr verschwinden, Freund? Nö, muss ich nicht. Ich bin auch gerade erst gekommen. So, ja, ansonsten helfen mal ganz kurz den Piraten hier. Ich hab genug gelitten. Lass mich in Frieden. Verdammt. So einfach. Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Das sind aber wir sehen uns an Bord. Die ich habe. So, okay. Das haben wir mal hier ein bisschen rumgeballert. Gucken, ob wir noch ein bisschen plündern können. Haben Munition wenigstens? Oder haben die hier keine Munition mehr? Weil wie gesagt, wir gehen dann gleich eigentlich zur Mission hin. Ich habe hier soweit alles aufgedeckt, was ich aufdecken konnte. Und wenn ich nochmal auf die Karte gucke. Ja, okay, die Schatzkisten und so, das könnte ich ja mir noch alles holen, aber nö, gerade keine Lust eigentlich, gebe ich ehrlich zu. Das mache ich mal wieder, wenn ich im Offline-Bereich bin. Die ganzen Sachen mir hier so wieder ersammeln. Auch die Assassin-Mission, die werde ich dann auch mal machen. Weil wie gesagt, das Game macht mir ja so Spaß. Und das werde ich dann auch so weiter zocken. So, aber wie gesagt. Wir gehen einfach mal streng hier durch. Ha! Auch ausgeschaltet. Warte mal, der da oben hat doch bestimmt Munition für uns, hä? Okay, so. So. Ach komm, die Kiste kann ich noch mitnehmen, wenn ich schon einmal hier bin. Kann ich die Kiste ja noch mitnehmen. So. Okay. Ja, die Noten werde ich dann halt später einsammeln. Erstmal machen wir hier weiter. So, was haben wir da? Welche Überraschung, okay. Gibt's was Neues? Der Bastard arbeitet für die Royal African Company. Los, erzähl es ihm! Ich habe die Princess gut 8 Wochen nicht mehr gesehen.
Das heißt, sie kommt vielleicht bald zurück. Was noch? Dachte, der Nigger gehört den Männern, die heute früh schon nach der Princess gefragt haben. Also sagte ich ihm... Was für Männer? Ein sehr überheblicher Seemann. Und einer mit einer Narbe, genau hier. Wo kann ich die finden? Kampieren hier um die Ecke, sagten sie. Ah ja. Ich bin es satt, deinen Fantasien nachzujagen, Edward. Und die Crew halt auch. Halt durch, Mann. Wir nähern uns. Okay. Was soll ich machen? Da. Alarmglocken sabotieren. Okay. Ach, die Großen hier bestimmt. Die soll ich bestimmt ausschalten. Ich glaube, die soll ich ausschalten. Ja, das sind sie. Munition plündern, das machen wir mal. 26 Kugeln. Schon mal sehr schön. Dass man einen auch da drinnen ja nicht sieht, hä? Okay. So, ein Berserker. Und wir machen den Kapitän da zum Berserker. Aber in der Zeit kann ich nämlich die sabotieren. So. So, da haben wir noch einen. Ganz kurz mal abwarten. Komm doch mal her! Okay. Gut, ihr kommt doch nicht alle zu mir her. So. Ich weiß gar nicht, wo die andere Alarmglocke sein soll. Die habe ich bisher noch nicht gesehen. Ah, da ist die Alarmglocke. Ja, komm mal hier rüber ins Feld. Okay, der geht direkt ins Feld rein. Das wäre natürlich super.
So. So. Oh, die haben... Okay. So, zweite sabotiert. So, dann können wir das hier mitnehmen. Okay. Ich will wenigstens auch die zu 100% machen. Spätestens jetzt müsste eigentlich sagen, Alarm, Alarm, Alarm. Na los, komm her, mein großer Freund. Ernsthaft? Okay. Ins Gebüsch mitgeholt. Machen Sie nur. Das wollte ich doch nicht. Mist. Nein! Oh, Entschuldigung, das war zu laut. Nummer 3. Ja, der da oben ist noch der Berserker, aber ich glaube, der müsste jetzt sterben. Der müsste jetzt gleich sterben. Und tot umfallen. Achtung. Und... Boff. Tot ist er. Nein! Was machst du, Kenway? Halt, Munition plündern. Boah, das mache ich nochmal mit. Kugel. Okay. Das war jetzt echt nicht so geplant. Aber na gut, was soll's. Okay. Ja, der Bastard, hä? Also ich habe jetzt so 3 von denen gezählt. Ich weiß nicht, wo der vierte sein soll. Oh ja, da ist ja noch einer. Okay. Oh. Jetzt. Oh, jetzt soll ich die auch noch verfolgen. Ja, super. Habt ihr die Männer alarmiert? Die Zeit ist knapp. Ei. 2 Soldaten warten bei der Kreuzung auf uns.
Das ist gut. Wenn die Frage erlaubt ist, Sir. Was hat es mit den Bluttropfen auf sich, die ihr mitnehmt? Torres sagte, das Blut wird benötigt, damit das Observatorium funktioniert. Wie meint ihr das, Sir? Wenn man das Observatorium nutzen will, um, sagen wir, King George auszuspionieren, bräuchte man dazu einen Tropfen vom Blut des Königs. Mit anderen Worten, ein kleiner Blutstropfen gewährt uns Einblick in das Leben eines Mannes. Aha. Will Torres mich denn ausspionieren? Ich gab ihm nämlich auch etwas von meinem Blut. Wie ich auch, Captain Hornigold. Das tun alle Templer, um Verschwiegenheit zu sichern. Und Vertrauen, schätze ich. Ja, aber keine Sorge. Torres ließ unser Blut in einen Templerunterschlupf in Rio de Janeiro bringen. Wir sind nicht die ersten Ziele des Observatoriums. Das versichere ich. Hi, Sir. Jetzt, es ist ein kleiner Preis für das, was ich im Gegenzug von den Templern erhielt. So ist es. Als ihr in Madagaskar Piraten gejagt habt, Gouverneur, was brachte euch den auf? Ich glaube, es war mein Charisma, das sie überzeugte. Gewalt und Drohungen sind immer nur der letzte Ausweg. In Madagaskar ließ ich den Piraten die Wahl, das Pardon anzunehmen und arm aber frei nach England zurückzukehren, oder aber der Tod durch den Strang. Genau wie hier in Nassau. Genau so. Nur schade, dass Commodore Chamberlain meinen durchschlagenden Erfolg nicht erleben durfte. Diese Schadenfreude ist mir neu, Rogers. Manchmal hat man sie sich verdient, nicht wahr? Ah, ja. Na, geht mal aus dem Weg. Ist echt nur ein weiter Weg, hä? Geht vor mir, Mädels. Na, schön aus dem Weg gehen. Mehr habt ihr davon nicht zu bereden? Ernsthaft, Leute? Davon ist auch sonst gar nichts mehr. Hm. Geht mal aus dem Weg. Na gut. Wenn die sonst nichts zu bereden haben, wird das jetzt ziemlich still. Aha, da sind Wachen. Okay. Weh, Mädels, ihr geht zu denen hin. Okay, jetzt sind sie schon mal zu viert. Wo ist denn die? Achso, die hat sich. Ja, die wurde von den anderen abgelenkt. Okay, bewegen uns ein wenig schneller. So. Wir laufen einfach mal die Parallelstraße mit denen entlang. So kommen wir auf jeden Fall auf weniger. Oh, da vorne ist ja alles voll. Wollen die etwa auf das Schiff rauf? Na gut. Großmeister, willkommen. Buenas noches. Was habt ihr erfahren? Die Princess wurde vor 6 Wochen von Piraten gekapert. Und soweit wir wissen, war Roberts der Weise noch an Bord. Sehr gut. Das ist doch was, oder? Und welche Maßnahmen ergreifen wir, um den Piraten, die Prinzessin, wieder abzunehmen? Captain Hornigold schickte einige seiner besten Männer, um den Weisen zu fangen. Und wo befindet sich der Weise jetzt? Wisst ihr es? Afrika, Eure Exzellenz. Afrika? Bei Gott, die Winde sind dieser Route nicht geneigt. Ich pflichte euch bei, Großmeister. Ich könnte selbst hinwickeln. Eine meiner Sklavengaleeren könnte die Überfahrt sicher schnell bewältigen. Sklavengaleere? Captain, ich bat euch doch, diese kranken Vehikel abzuschaffen. Ich sehe
sehe keinen Unterschied darin, einige Männer zu versklaven oder alle. Unser Ziel ist es, den Kurs der gesamten Zivilisation zu steuern. Richtig? Eine Versklavung. Scheiße. Wie soll ich denn da durchkommen? Welche Maßnahmen ergreifen wir, um den Piraten, die Prinzess, wieder abzunehmen? Captain Hornigold schickte einige seiner besten Männer, um den Weisen zu fangen. Und wo befindet sich der Weise jetzt? Wisst ihr es? Afrika, Eure Exzellenz. Afrika? Bei Gott, die Winde sind dieser Route nicht geneigt. Ich pflichte euch bei, Großmeister. Ich könnte selbst hinsegeln. Eine meiner Sklavengaleeren könnte die Überfahrt sicher schnell bewältigen. Sklavengaleere? Captain, ich bat euch doch, diese kranken Vehikel abzuschalten. Ich sehe keinen Unterschied darin, einige Männer zu versklaven oder alle. Unser Ziel ist es, den Kurs der gesamten Zivilisation zu steuern. Richtig? Ein versklavter Körper verleitet den Geist zur Rebellion. Aber versklave den Geist und der Körper wird folgen. Das ist effizient. Wohlgesprochen, Großmeister. Warum komme ich hier nicht hoch? Doch, jetzt. Oh. Muss der Papa immer erst so komische Wege laufen? Ich hätte sie ausschalten können. Wo in Afrika suchen wir genau? Principe, Captain. Eine kleine Insel. Wir entsandten zwei unserer Besten. Burgess und Cochrane. Freibeuter mit schnellen Schiffen und starkem Willen. Edward Kenway! Welch eine Überraschung, deine Jackdaw hier vor Anker zu sehen! Hast du gehört, was du hören wolltest? Rettest du nun den Weisen aus unseren gierigen Händen? Hol dich die Pest, Verräter! Du hast uns hintergangen! Weil ich einen besseren Weg fand. Bei den Templern herrscht Ordnung, Disziplin, Struktur. Doch dir fehlt jeder Sinn für dergleichen. Mach's gut, alter Freund! Der du einst ein Kämpfer warst! Du kämpftest für etwas Wahres. Etwas Größeres als dich selbst. So. Ja, schmeiß ein paar Bomben, ist okay. Idioten. He's mine. Clear. Both flank slides. Ach so. Send it over, grenade. Hurry up, lads! He's trying to play us! No, it's coming out. Okay. Alle vier sind tot. Nein, nicht alle vier. Der Rest ist tot. Von den anderen. So, aus dem Gebiet entkommen. Aber vorhin wollen wir hier Kugeln uns nochmal voll machen. So. Jetzt hauen wir mal aus dem Gebiet ab. So. Haben es ja gleich geschafft. So. Okay, Mission beendet. Natürlich alles, ja. Alarmglocken und haben wir alle fertig, ein Glück. So, und jetzt? So, Jackdaw zurück, bestimmt, hä? Betreten. Nach Port Royal. Nein, ich möchte auf meine Jackdaw. Das ist dann hiermit, hä? Jubelt nicht so laut. So. In See stechen, ja, bitte. Dann werden wir mal drauf losschippern. Mal gucken, was kommt. So, na los.
So viel Segel, wie ihr könnt! Setzt alle Segel, die wir haben! Oh, stimmt ja. Ja, ich habe vorhin noch Buckelwal gefangen. Sozusagen gesammelt. Da nach draußen müssen wir. Okay. Auf zur Mission. Zwischendurch habe ich jede Menge englische Schiffe hier aufgebracht. Das Piratenschiff. Und zwar wegen unseren Metall immer. 38 Metall, naja, ist besser als nichts. Was haben wir da? 40 Metall. Ach ja. Ich würde das sofort die platt machen wollen. Weil die alle Metall haben. Papa braucht Metall. Wir brauchen noch gute, ich glaube, 1800 Metall. Und da werden wir das Schiff hier mal aufbringen. Ja! Ja! Der Feind hat Verstärkung dabei, Captain. Jojo. Warten auf dein Zeichen, Captain. Feuer! Achtung! Wir treffen gleich auf! So, das Schiff muss ich ranholen. So, jetzt. Okay. Na gut. Ups, so. Na los, schneller. Keiner der Luften setzt Fuß auf unsere Deck. Na los. Dann halt du. Puh, ey, wir haben wieder Metall. Das ist wichtig für mich. Also, ja, damit wir die Jackdoll weiter ausbauen können. Ich möchte sie einmal voll ausgebaut haben. Ja, reparieren brauchen wir eigentlich gar nicht. Naja, komm. Machen wir weiter. Die Bekanntheitsgrad ist mir egal. Also so habe ich noch nie auch noch nie ein Schiff geentert. Also. Na los. Sind bereit, ja, das Feuer! Wir stehen am Tor zur Hölle! Ja, das soll auch zur Hölle stehen. Die sollen auch versinken. Ich will nur die Fracht haben. So, sehr schön. Und los geht's. Wir schippern jetzt zur Mission nach draußen. Schon langsamer werden. So, ich will auch die Fracht auch nehmen. Oh, viermal rum ist auch gut. So, dieser kleine blaue Punkt am Radar und der jetzt immer kleiner wird und schwächer wird, das sind auch Piraten. Ja, aber ich habe noch so einiges hier zu entdecken, zu machen, noch gewisse Orte zu erkunden, Höhlen, Tauchglocken noch zu machen. All das kommt noch alles. Das mache ich auch noch alles. Aber wie gesagt, das werde ich dann halt nicht. Oh, was? Ein Au. Achso, das gehört zur Mission, so wie es aussieht. Yep, das ist, glaube ich, unsere Mission. Ein ausgebranntes Schiff da zu finden. Okay. Cool. Naja, unsere Jackdoll ist ja schon richtig cool geworden. So. Okay. Ach nee. Alle außer Großbergen! Das ist er gar nicht. Männer, Großsegel bergen! Das ist einfach nur so ein Schiff, was ausgebrannt ist. Okay. So. Dann plündern wir einfach mal hier die Kisten. Hatte ich schon lange nicht mehr gehabt. Munition plündern, natürlich. Noch haben wir ein paar Sekunden Zeit.
Station plündern? Was nimmt er denn jetzt noch alles mit? Ach, Berserkerpfeile und all sowas, ja. So, dann gehen wir wieder. Captain ist am Steuer. Vorsegel setzen! Stoff, Rum, Zucker, Stoff, Metall, 38. Stopp! Ram! So, das geht jetzt unter. Wir reifen den Wind. Leesegel einholen! Und die Kreuzfahrt. Achtung, das geht gleich schön unter. Es explodiert gleich. Bam! Und nicht meine Schuld. Bringt jeden fetzen Stoff in den Wind! Setz. Aber bisschen Zeug rausgeholt sozusagen. Aber habe ich, glaube ich, jetzt erst, glaube ich, zwei oder dreimal bisher gehabt. So, das hatte ich gar nicht so oft gehabt bisher. Was ist denn das da vor uns? Achso, Kanonenboot. So, Mission starten. Wie lautet der Kurs? Principe, Steuermann. Wir segeln zur Küste von Afrika. Oh. Auf nach Afrika. Okay, cool. Also, keine Ahnung mehr, also, was da alles für Missionen waren, wo wir überall waren. Aber Afrika. Okay. Wie viele Wochen, Monate später? Hm. Cool. Topsegel! Jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Karte gucken. Okay. Okay, da. Rahmsegel einholen! Zieht! Zieht! Versenken! Wir kriegen Verstärkung, Captain! Weitere feindliche Segel! Geht ihnen eine Bluttat! Wir haben Unterstützung! Ja. Sie geht gleich unter! Bereit zu feuern! Sind bereit, Sir! Feuer! Feuer! Voll getroffen, Sir! Feuer! Segel bergen! Auf dein Feuer! 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 Sie stehen am Tor zur Hölle! Dann hinten! Öffnen und trimmen! So. Weg mit dem Wind. Mit dem Dings. Mit dem Qualm. Mehr Segel! Alle Segel! Captain! Weg von den Felsen! Du wirst uns versenken, Captain! Ram- und Marssegel festzurren! Ach, Ivo. Feuer! Schieß dahin, Sir! Feuer! Feuer! Ah, komm schon! Trefft die Bastarde! Feindliches Feuer! Wir sind beschädigt! Boden getroffen! Nein, das nicht. Feuer! Lass sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Erwarten Befehle! Feuer! Da ist ihre Schwachstelle! Feuer! Wollen wir entern, Sir? So, jetzt können wir entern. Hol sie zurück! Tief! Schick die Luft in die Tiefe! Mehr Segelmänner! Ich hoffe, dass das Versenken auch alle trotzdem Segel bin ich hier. Setzen. Ich sehe die Hölle, Jungs. Und dann halt. Klingt jetzt, wenn ihr eure Gelben heute retten wollt. Mein Schiff repariert. Okay, und Feuer! Feuer! Ach, Mist. Ach so, Mist. Ah, verdammt. Nein, 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 nein. Hier, hoch da.
Ha! Das ging doch mal. Ich dachte schon, ich werde hier sterben. So, reparieren und dann versenken wir das Schiff eigentlich. Ja, was wollt ihr tun? Achso, geht ja nur reparieren. Reparieren natürlich. Bringt doch bisschen ein. 5 Schiffe versenkt. Den Weisen finden. Okay. Das probieren wir. Leersegel heißen, los geht's! Volle Pulle. Mal gucken, können wir hier bis hoch schießen? Oh, nee. Feuer! Aber das bringt nichts. Nichts als Salzwasser! Bereit zu feuern, Sir! Das heißt nichts als Klippen. Segelreffen raus aus der Bö! Vorsegelreffen! Okay, so. Wir scheinen näher zu kommen, Captain. Holt sie nieder, raus aus dem Wind! Ich suche nach Roberts. Kommt bald zurück, die Crew wird schnell unruhig hier draußen. Ja, mach ich. Captain ist im Meer! Captain Salzlager. Tut mir leid, das kam mir gerade so wieder in den Kopf rein. Ach ja. So, natürlich tun wir erstmal hier. Na, Captain. So. So, erstmal. Wir brauchen ein bisschen Ausrüst hier. Nur ein bisschen. Außerdem, wenn ich schon einmal hier bin, ich weiß nicht, ob ich nochmal herkomme, will ich auch alles mitnehmen. Was haben wir denn hier? Jaguar haben wir hier. Okay, cool. Okay. Ja, ist egal. So. Der Rest ist da oben bestimmt. Warte mal. So. Ja, du bist da oben. Ich wusste es. Okay. So. Müssen wir hier durch den Dschungel kommen. Okay. Da nicht. Ich guck mal hier entlang. Alle kommen sehr, um mich zu stören. Es ist unfassbar. Immer wenn ich in Aufnahme bin, ist der falsche Weg. Super. Komme ich immer durcheinander, weil sie alle reinkommen. So, jetzt wissen sie, dass ich da bin, auf jeden Fall. So, oh. Achso, hier bestimmt übers Grün. Na. Ah, dieser Edward. Ich verstehe. Okay, einen Moment. Nein. Ausgeflogen alle, tot. Captain Kenway. Schon wieder eine missliche Lage, Roberts. Wir sollten endlich damit aufhören. Hör auf, mir zu folgen und dein Wunsch wird wahr. Das ist doch nicht nötig. Du weißt, ich stehe zu meinem Wort.
Mhm. Unser Captain Howell starb heute bei einem portugiesischen Angriff. Der sture Narr. Ich warnte ihn nicht, an Land zu gehen. Das wurde inszeniert. Von den Templern Burgess und Cockram. Dieselbe Brut, die dich nach Havanna brachte. Ah. Ich fürchte, es macht keinen Sinn, vor den Templern zu fliehen, oder? Es ist wohl an der Zeit, zurückzuschlagen. Dieser Tonfall gefällt mir. Und ich weiß auch genau, wie. Doch diese Männer, Cockram und Burgess, sie dürfen nicht entkommen und von meiner Flucht berichten. Niemals. Glaub mir. Falls du Männer von meiner Crew siehst, tu ihnen den Gefallen und schick sie her. Okay. Ich tue, was ich kann. So, okay. Nächster Punkt ist wahrscheinlich... Ja, okay, gut. Erstmal danach. Ernsthaft, du kommst zu mir her? Voll erwischt, die Schlampe. Die Bitch. Entschuldigung, also solche Ausdrücke, jetzt mal ehrlich. Das waren die Portugiesen. Ganz knallhart. Schlicht und einfach. So. Ja, sag ich auch jeden Tag. Komm runter da. Danke. Nein, nicht so weit runter. Ach doch, gut, ich krieg die Munition. Gut. Okay. Naja. Doppelattacke. Okay. Da ist das Ding. Oh, nö. Na gut, dann müsste ich das wahrscheinlich als letztes holen, wenn ich springe. Dann gucken wir ganz kurz hier nach oben. Ich kriege beide einen hübschen Sprung. Okay. Ja, wie gesagt, wenn ich schon einmal hier bin, möchte ich wenigstens dann gleich alles haben. Hallo, Leute. Captain, wie kommen Sie dahin? Ja. Abglitscht kann man noch nicht mal mehr sagen. Ich bin freiwillig gesprungen. Das heißt, jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal machen, um nochmal springen zu können. Also jetzt mal ehrlich. Also die Punkte haben sie ja nur gemacht, um ja, ständig wieder zu wiederholen. Wisst ihr was? Nee, ich lasse das. Sollen sie doch jemand anders dumm finden. Ich werde es da nicht nochmal runterspringen, Jungs. Nö. Sehe ich gar nicht ein. So, hier entlang.
Darf ich ja den ganzen Weg nämlich nochmal laufen. Der denkt schon, oh, was machst du denn hier schon wieder? Nee, 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 komm, wir laufen hier weiter. So. So, ins Gesicht geschossen. So, in den Rücken. Klar, wenn sie schon kommen, ach, kann ich auch auf sie schießen. So. Ist ja bestimmt einer doch, ja, sag ich doch, Munition hat. Obwohl ich noch 26 Kugeln habe. Berserker-Pfeile, das ist auch gut. Dann kriegen wir unsere Pfeile wieder zusammen. Berserker-Pfeile, sehr schön. So. Hart hier. So, Para, idiota! Não nos consegues assustar! Nein, die haben sie getötet. Ach Mist, die haben sie getötet. Naja, okay, gut. Pech gehabt. Shit. Mist, die Waffe kann ich ja gar nicht mitnehmen, das Gewehr. Aber ich kann hier die Munition plündern. Jetzt habe ich gedacht, der springt mir in den Tod. Ich wollte nur zum Aussichtspunkt da hoch. Meine Fresse. Wäre beinahe schief gegangen. Aber naja, Pech gehabt. Dann gibt es keine 100% mehr. So. Ich bin aber auch helle. Oh mein. Yeah. Oh, haben wir echt noch das, die Möglichkeit, jetzt nochmal neu zu retten? Das wäre schon ganz cool. Imbecil! Não pode escapar!
Okay. So. Wo bist du? Ja. So, ihr werdet alle zum Berserker. Auch. Der Rest wird dann schon sterben. So ein bisschen. Ja, er hat ihn erschossen. Okay. Der stirbt gleich. Da oben ist einer. Oh nein, ich muss hier weg. Gift. Tot. Wo sind hier welche? Denkt er sich. Ich kacke mir gleich in die Hose. Ich muss auf die Toilette. Ich muss Klo. Achtung und... Oh. 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 Das ging natürlich jetzt... stehend untergehen, hä? So ist es. Aber wie schafft man eine Mission zu 100%? Indem man einfach mal drin stirbt. Ist bekloppt. Achso, Kugeln sind ja alle voll. Okay, gut. Dann kann ich jetzt unten weiter wieder laufen. So, genau. Abrutschen. Fertig. Dann klappen wir euch zurück. So. Okay. Ja, tötet euch alle. Das gut gelaufen. Huh. Was? Zielfall? Nein! Ich hab noch nicht mal wo ist das Ziel? Was ihr haben könnt ihr machen. Wir warten auf niemanden. So. Jetzt kommen sie. Jetzt springt aber die Hufe, sonst lassen wir euch zurück. Kommt her, kommt, kommt näher. Mist. So. Euch dreien nochmal. Wir müssen den Anker.
Okay. Wie sollen wir die überhaupt töten? Okay, na gut, ich habe jetzt zwar nur einen befreit, angeblich. Naja, okay. Doppelattacke auf den. Okay. Jetzt muss ich warten, bis die beide laufen und dann tue ich sie sozusagen von hinten im Laufen erstechen. Ah, jetzt hast du noch natürlich noch mal geworfen, du Volldepp. Ich töte dich selbst! Nein! Ich wollte euch beide töten! Ich will wenigstens doch beide mit Emma wischen, wenn es geht. So, jetzt schmeißt keiner meine Bombe, das ist schon mal sehr gut. Ach, ernsthaft. Oh nö. Ach, was soll's. Du warst uns nützlich, Kenway. Wie ein echter Assassine. Und wofür? Seinen eigenen Stolz. Ihr habt euch mir in den Weg gestellt. Das sollte ein Mann nicht tun. Ein kesses Kerlchen. Genau wie Honeygold sagte. Dieser Templerhund bedeutet mir nichts. Keiner von euch. Und das ist ein Fehler, Kenway. Es waren die Templer, die uns aufnahmen, als alles zusammenbrach. Nicht unser König. Nicht unser Land. Die Templer. Die Templer sind unsere Familie. Wo ist deine? Okay. Im ehrbaren Dienst. Das Essen mager, die Heuer klein und die Arbeit hart. Doch als ehrbare Glücksritter genießen wir Überfluss und Zufriedenheit, Freude und Genuss sowie Freiheit und Macht. Und welcher Mann bei klarem Verstand würde Ersteres wählen, wo die einzige Gefahr für uns Piraten die zornigen Blicke jener ohne Glanz und Größe sind? Ha! Also, ich bin nun 6 Wochen unter euch. In dieser Zeit habe ich mir eure Ziele zu eigen gemacht. Und zwar mit solcher Hingabe, dass es euch erschrecken mag, eure Leidenschaften in so starkem Licht in mir gespiegelt zu sehen. Doch, wenn ihr eben einen Captain in mir seht, verflucht, dann bin ich euer Captain.
Ja! Ah ja. Ich tauchte meine Hände in schmutziges Wasser und als ich sie herauszog, fand ich es besser, ein Kommandeur, denn ein einfacher Mann zu sein. Oh, Mann, deine Beharrlichkeit schmeichelt mir. Ich suche nach dem Observatorium. Man sagt, du seist der Einzige, der es finden kann. Man hat recht. Trotz aller Abneigung gegen deine Ungeduld erkenne ich in dir einen Hauch von Genie. Ich bin Bartholomew Roberts. Edward. Es gibt zurzeit nichts, was ich dir sagen kann. Doch wenn du mir zur Seite stehst, in 2 Monaten westlich der Leeward-Insel, erhältst du ein paar Antworten, das verspreche ich dir. Okay. Ja. Leider nichts geschafft von all denen. Naja, ist egal. Puh, wieder geschafft. Eine weitere Mission. Und immer näher kommen wir dem Observatorium. Ja, ja. Ach, echt? Gegner werden misstrauisch, wenn sie Leichen sehen? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Bang, bang, bang. Oh, oh, oh. Was war das denn jetzt? Okay. Schon komisch. Beim Skorbut ist die Heilung schöner als die Ursache. Aber hol dir was von der Hure und sie geben dir Quecksilber. Da ist es schöner, die Krankheit zu kriegen, als sie zu heilen. Denkst du über etwas nach? Ah, die Menschen leben gerne nach einem Kodex oder Credo, nicht? Doch wenn's pressiert, folgen sie ihrem Instinkt und nicht den eigenen Regeln. Nur was hat man von einem Credo, wenn es die Menschen nicht zwingt, sich entsprechend zu verhalten? Man fühlt sich vielleicht, als gehörte man dazu. Hast du eine Antwort? Ah, dass die Menschen Schafe sind. Und dass ein alter Wolf wie ich jeden Tropfen Blut verdient, den er trinkt. Segle zu diesem Ort. Bring nur die, denen du traust. Okay. Wo sind wir denn hier gelandet schon wieder? Irgendwo am Arsch der Welt, wieder auf irgendeiner Kackinsel. Wow. Ui, so weit sind wir rein. Okay. Ja, was machen wir wie folgt? Wie immer. Ich beende jetzt hier sozusagen die Aufnahme. Wir sehen uns. Na, so stelle ich mich hin. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, auf jeden Fall. Bis dahin wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend und erstmal alles Gute und ciao, ciao euch.